Hüter, wir haben eine Hochfrequenzübertragung reinbekommen. Herkunft ist irgendwo entlang der Küste, in der Nähe des Kosmodroms. Das ist Rasputin, der KI-Kriegsgeist. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist das ein Notruf. Es gibt nur noch so wenige, die Ballett zu schätzen wissen, Hüter. Es wäre eine Schande, ihn zu verlieren. Wir können es uns nicht leisten, eine weitere Omnigul-Situation zu haben. Geh, schätze die Bedrohung ein und hilf Rasputin. Etwas, das den Kriegsgeist bedroht, bedroht auch die Stadt. Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Destiny mit ein bisschen Gameplay. Ja, wir machen hier einen Strike und zwar den neuen Rasputin-Strike aus der Erweiterung. Der ist ziemlich geil und ja, kurze Info für euch. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Gameplay-Video. Ich bin mittlerweile Lichtstufe 265, habe auch schon einige legendäre Teile. Darunter seit gestern Abend eine ziemlich coole legendäre Waffe. Antwort, Akkord, ein Automatikgewehr. Und ich glaube, langsam sollte ich mal meiner Truppe hier helfen. Den Kriegssatelliten aus dem Orbit fallen. Er enthält Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. Okay, da sollte ich mich jetzt beeilen, weil da geht doch direkt gleich das Event los. Keine Angst, Leute, ich helfe euch. Ja, die Leute, mit denen ich hier zusammenspiele, die kenne ich nicht. Das ist eine normale Playlist. Muss ich sowieso machen für eine Suche. Ich habe halt gedacht, ich zeige euch nicht alles, weil euch alles zu zeigen ist extrem langwierig. Aber immer mal so ein paar coole Sachen, wie jetzt zum Beispiel diesen Strike hier. So. Oh Gott, da sind sie auch schon, die Besessenen. Oh, ist das ein geiles Gewehrchen? Gut, da passiert zwar nicht so viel, aber gut, ich glaube, ich hätte jetzt hier auch noch ein bisschen fahren können. Ich muss sagen, ich habe den Strike erst einmal zusammen mit Zombie gemacht. Und ich glaube, die Jungs sind da oben schon kräftig am Verteidigen. Das heißt, ich sollte mich echt beeilen. Ach, guck mal, da ist der Kriegssatellit. Und wo sind meine Kumpels? Sind die weg oder was? Okay. Soll ich jetzt den Strike hier alleine machen? Was ein bisschen blöd ist, weil der... Ah, okay, jetzt sind da noch andere Spieler beigetreten. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ja, wir müssen jetzt hier einfach nur diesen Satelliten bewachen, bis er teleportiert wurde. Derweil werden wir hier von ganz vielen bösen Gegnern angegriffen. Die machen wir hier nach und nach fertig. Das mache ich derzeit irgendwie noch ziemlich alleine. Da stand doch gerade, dass Leute mir beigetreten sind. Der letzte Hüter. Also irgendwie scheint hier gerade etwas nicht so richtig zu funktionieren. Auch geil. Meine gut, dann machen wir das halt solo. Ist jetzt ja zum Glück auch nicht so schwer als ein Level 36 Strike. Oh oh. Und da haben sie mich leider auch schon erledigt. Verdammt. Ja, wie gesagt, ich frage mich gerade, wo meine anderen Mitspieler hier sind. Ah, guck mal, da geht's jetzt los. Nur noch ein bisschen. Ich glaube, Rasputin stellt mich auf die Probe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, alter Mann. Ja, super, Jungs. Dann kommt her und belebt mich wieder. Schnell. Wo wart ihr? Oder haben mich die anderen rausgeschmissen, weil ich mich nicht bewegt habe? Das kann natürlich auch passiert sein. Ah, da bin ich wieder. So, Team up. Oh, da vorne ist auch Spezialmuni. Aber so, es wird gebrutzelt. Ja, ich bin mittlerweile auch unter die Donnerfürsten gegangen. So, 55% haben wir schon. Und jetzt, wo die anderen auch da sind, ist es auch gar nicht mehr so schwer.
So, da vorne noch eine besessenen Hexe, die wir jetzt noch direkt fertig machen. Das Schlimme ist, der Schaden kommt hier teilweise von allen Seiten. Oh Gott! Oh Gott! Ja, stirb! Oh, ein kodiertes Engramm. Ich befolge ja derzeit einen Tipp vom Zombie, der nämlich sagt, mach lieber die Level 36 Playlist anstatt die Hero Playlist, weil du bekommst ja trotzdem brauchbaren Loot und der Strike ist wesentlich einfacher. Was haben wir hier vorne eigentlich rumliegen? Oh, cool, eine Waffe! BTF? Ich habe Zugang. Geil! Machen wir uns auf! Einfach mal eine legendäre Waffe bekommen. Wie geil ist das denn? Wow. Oh ja. Na, oh, direkt gekillt. Ah, verdammt. Jungs, seid ihr schon weitergezogen? Egal, wir gucken uns mal unsere neue Waffe an, die wir bekommen haben. Oder habe ich die überhaupt bekommen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder war das irgendwas, was ich für eine Suche brauchte? Okay. Erstmal ganz kurz zu meinen Kumpels, die alle noch ziemlich falsch und unterwegs sind. Weil eigentlich müssen wir doch jetzt nach unten in diese Höhle rein. Ich empfange Kommsignale tief in der Kammer. Jeder mit einem Radio hätte Rasputins Notruf hören können. Wenn wir es nicht abschalten, dann wartet das halbe Kosmodrom vor seiner Haustür. Jetzt betreten wir gleich mal wieder Rasputin und ich muss ja sagen, dass dieser Kriegsgeist ist für mich mit eines der coolsten Gebiete im ganzen Spiel. Ja, das sieht schon so, weiß ich, dieses Gemisch aus Metall und dann dem ganzen Blau, das sieht halt schon echt verdammt geil aus. Ja, das sah halt jetzt auch echt nicht aus wie eine Loot-Waffe, sondern wirklich eher wie einen Drop für irgendeine Suche. Was sagt denn mein Inventar? Ah, hier. Ah, ja. Das ist ein Relikt. Ah, bringe die Waffe zu Banshee 44. Alles klar. Also es ist hier tatsächlich keine Waffe für mich, sondern es ist ein Drop für eine Suche-Quest. Aber dazu später mehr. Ich bin nämlich gerade der letzte Hüter. Und wiederbeleben. Und wiederbeleben. Ah. So. Jetzt machen wir die alle fertig hier. Also. Oh Gott. Oh, ein Upgrade für meine legendären Hände. Ich könnte versuchen, seine Systemsperren zu überschreiben. Doch wer weiß, wie er darauf reagiert. Es muss einen anderen Weg geben, um sie zu umgehen. Sind die Lüftungsschächte schon offen? Nee, die sind noch zu. Aber wir können derweil schnell mal das Upgrade auf unsere Hände machen. Versuche einen Weg zu finden, um direkten Zugang zu den Systemen zu erlangen. Könnte unsere einzige Möglichkeit sein. System взломан. Нанесен урон. Запущено планирование контрмер. Aha, wir müssen doch hier rein, das Jungs, hört sich oder? An, als ob es weh tut. Na, ich weiß nicht. Aua. Die Arcus-Energie kommt aus der Tiefe von Rasputins Stromnetz. Der Strom ist ähnlich dem, den wir in der Stadt benutzen, doch die Driftgeschwindigkeit ist ganz anders. Wow. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz abwarten. Und dann uns ganz langsam vorarbeiten. Super, und Gegner greifen uns hier auch noch an.
erwähnte ich schon, dass dieser Strike richtig geil ist. Aber hier geht auch gerade richtig böse die Party ab. So, da vorne ist noch eine gefrorene Hexe. So, hier fress eine Granate, eine Sturmgranate. Sehr gut. Oh, ein blaues Engramm, ein blaues Engramm. Da können ja auch legendäre Items bei rauskommen. Von daher, ja, wie gesagt, es ist laut Zombie und ich kann das bisher eigentlich nur unterschreiben, ist das gar nicht mal so blöd, die Level 36 Playlist zu machen anstatt der heroischen, weil das garantierte legendäre Engramm gibt es halt nur einmal pro Woche und ansonsten für die 10 legendären Marken, dafür sind die Bosse halt echt wesentlich nerviger. Ja, lohnt sich das hier eigentlich mehr, denn die Engramme skalieren jetzt ja nach dem Lichtwert, den man hat. Das heißt, ich mit meinen 265 Licht bekomme jetzt auf jeden Fall schon Loot, der mich auf 280 bringen könnte. Rasputin macht sich ernsthaft Sorgen. Ich glaube, sie versuchen, seine Datenbank zu umgehen, um direkte Kontrolle auf die Kriegssatelliten zu erlangen. Das wäre nicht so gut. Ja, no shit, Sherlock. Und ja! Das sieht ja aus wie eine Boss-Arena. Aha, aha. Oh, ein Servitor. Ich schieß dir ins Auge. Ich glaube, jetzt müssen wir hier erstmal einfach nur ein paar Ads fertig machen. Und da ist er, der Boss. Das Saber 2. Dieser Schweber wurde dazu modifiziert, sein System zu knacken. Verarbeiten wir ihn zu Schrott. So. Press Strom. Ich putzel dich weg. Zeit zu grillen. Hat immer verschiedene Punkte, an denen man ihm Schaden machen kann. Jetzt ist es hier gerade dieses lila Leuchtende in seiner Mitte. Und wie ihr seht, machen wir ihm sehr gut Schaden. So, Granate! Wow! Und wiederbelebt. Oh, jetzt bin ich tot. Leb du mich wieder. Schnell. Danke. Wow. Okay. Ah, komm, Frohleg hier. Und zack. Und jetzt fertig machen. Wow. Gib dem alten Roboter ordentlich Saures. What the fuck? Alter, die... Ja, jetzt wollen sie es hier aber alle nochmal ganz schön wissen. Ja, wir sollten uns echt nebenbei noch mit um die Ads kümmern. Diese Scharfschützen-Ads. Die machen halt verdammt viel Schaden. So. Und da haben wir ihn. Wir haben ihn. Wow. Geil. Drei blaue und ein legendäres Engramm. Nicht einmal ein Danke. War ja klar. Boah, das hat sich jetzt mega gelohnt. Ich werde nichts von diesem Einbruch bekommen. Nicht einmal ein Staubkorn. Ich schicke einen Einsatztrupp, um den Komplex zu versiegeln. Das kann nicht noch einmal passieren und wird es auch nicht. Wie geil. Dank dir, Hüter, liegt der Traum der Stadt weiter, ohne die Angst vor Waffen im Himmel. Wie geil, spielen die erstmal mit dem Boss Fußball. Ich spiele direkt mit. Aber ihr seht, wie sich das lohnt, ne? Wie viel Loot habe ich jetzt bitteschön bekommen. Das war richtig, richtig gut. Und darunter ja auch immerhin noch ein legendäres Teil. Jetzt gibt es vielleicht noch eine Prämie. Nö, gibt's nicht. Aber so, ich verlasse euch ganz schnell, weil ich will jetzt natürlich zum Turm und schauen, was ich da genau Schönes bekommen habe. Vielleicht kann ich ja den Kopf noch zum Infundieren benutzen. Ich weiß ja gerade nicht, was der da für Werte hat. Aus diesem Grunde, ja, waren die Sachen ja auch teilweise voll Loots. Das bedeutet, ich werde das nicht alles beim Kryptarchen erhalten. Aber... Hüter der Oryx existiert. Okay, ich habe zumindest Schuhe, Hände. Und ich habe jetzt hier
ein neues Artefakt bekommen. 275, mit dem ich 270 jetzt bin. 270 Licht, ihr lieben Leute. Noch, ja, noch 10 Licht und ich kann, glaube ich, den Dämmerungsstrike machen. So, der Gürtel bringt mir hier nichts. Den können wir direkt zerlegen. Das alte Artefakt können wir auch zerlegen. Gibt ein Lichtpartikel. Die Schuhe mit 265, kann man die da rein infundieren? Nee, kann man nicht. Intellekt. Na gut, dann können die weg hier. Brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch die Hände. 274. Kann man die da rein infundieren? Manchmal geht das. Also manchmal kann man auch das Blaue da rein infundieren. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns die 281er. Und hier dürften wir jetzt ja auf alle Fälle... Ah, nee, hier können wir nur den Obsidian-Willen rein infundieren. Aber das ist mir... Dafür ist der mir zu gut. Dafür ist er mir zu gut. Wobei, ich glaube, der Helm ist eher für Leere geeignet. Aber ich weiß nicht, wie viele Punkte da am Ende rauskommen. Dementsprechend behalte ich den einfach mal. Dann können wir den Seeadler ganz kurz mal... Hat der einen speziellen Bonus auf... Nö. Gut, dann können wir hier den Seeadler, den können wir zerlegen. Bekommen dafür legendäre Marken. Und behalten den verzehrender Schlund. Man bekommt später sowieso ziemlich viel. Also keine Angst, auch wenn ich das Zeug zerlege, es ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Und wir können jetzt hier hinten bei unserem Waffenmeister, können wir jetzt zumindest die Waffe, glaube ich, abgeben, die wir gefunden haben. Ja, Banshee 44, das ist er. Fangen wir an. So, wir geben die Waffe ab. Und bekommen 200 Ruf bei ihm. Naja, gut. Wir sehen uns. Ah, und haben direkt noch ein Upgrade freigeschaltet. So, das benutzen wir auch noch schnell. Was gibt es? Elektrostatischer Geist. Sturmtranks lädt sich schneller auf, wenn Verbündete in der Nähe sind. Wenn Sturmtranks aktiv ist, erleiden Feinde in der Nähe Schaden. Okay, gut, haben wir gemacht. Guti, dann haben wir jetzt wieder einiges für unser Lichtlevel getan, dass wir immerhin jetzt auf 270 bereits gepusht haben. Ne? So schnell kann das gehen. Einfach mal einen großen Sprung gemacht. Als nächstes werde ich mir noch einen neuen Geist kaufen. Also, weil ich habe ja, wie ihr sehen könnt, habe ich ja noch 6 legendäre Marken, brauche ich. Dann kann ich mir einen Geist kaufen. Dann komme ich hier auch dann relativ schnell voran. Und dann bin ich ja auch bald soweit in den Raid zu gehen. Ob ich es dann noch machen werde und ob ich das aufnehmen werde, weiß ich noch nicht. Ich hoffe natürlich. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ich euch gleich den coolen Raid, gleich den coolen Strike zeigen konnte. Nämlich den auf Rasputin, mit Rasputin. Und ich würde sagen, bevor ich noch mehr Kauderwelsch quatsche, schalte ich für heute ab. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. BB, euer Hiyuga.